Gott schenkt dem Menschen das Licht, das diesen befähigt, sich auf Gottsuche zu begeben. Der Mensch unserer Tage, der Mensch des Advents 2021, braucht notwendiger denn je das Licht. Denn die Dunkelheit um uns herum ist gewaltig. Die Dunkelheit der Pandemie, die uns ehrlich gesagt alle nervt. Die Dunkelheit der Klimakatastrophe, die alle ganz unangenehm betrifft. Die Dunkelheit, die von autokratischen Regimen ausgeht, die Menschen ohne Haftbefehl wegsperren lassen, verfolgen und dem Tod ausliefern. Und nicht zuletzt die Dunkelheit in uns selbst. Ver sola luce, zum Licht, so nennt Bruno Lucchi die Weihnachtsausstellung, die von jetzt an bis Lichtmess in Spektrumkirche zu sehen ist. Jede der weihnachtlichen Federzeichnungen ist ausgezeichnet durch einen hell leuchtenden Stern. So deutet der Trentiner Künstler das Weihnachtsgeheimnis. Der Mensch, der im Finstern sitzt, geht dem Licht entgegen.